Es kann wieder weitergehen hier in Pixel City. Hallihallöchen. Willkommen zurück. Ich habe, ich habe so ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar, es fehlen Büros. Okay. 102. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar habe ich, wo ist es? Da. Ich habe ein paar Kupferminen gebaut. Wir stellen jetzt Kupfer her. Und zwar hier hinten habe ich noch so ein paar Kupfer. Wo habe ich sie denn gebaut? Da habe ich auch noch Kupferminen. Und dazu habe ich einfache Kupferschmelzen noch gebaut. Oder besser gesagt, eine Kupferschmelze. Dazu eine Halbleiter. Ein Halbleiterwerk, damit wir, da ist das Halbleiterwerk, damit wir jetzt dieses Elektronikwerk hier bauen können. Wir können jetzt aus dieser Halbleiter, die wir herstellen, die wir auch mittlerweile schon haben, also ich habe jetzt ein wenig laufen lassen, wir haben mittlerweile 806 Tonnen Elektronik da. Daraus können wir Smartphones oder, Elektronik machen. Und das möchte ich gerne hier irgendwo hinbauen. Ah, da passt das nicht mehr hin. Egal, das bauen wir hier hin. Und da gucken wir erstmal. Oh, okay, es fehlen Arbeiter. 1200. Oh, wir haben keine Arbeitslosen, okay. Das heißt, wir brauchen ein paar Wohngebiete, ne? Hier ist schon alles soweit vollgebaut. Hier haben wir noch so ein bisschen Platz. Wohngebiete brauchen wir. Mal gucken, wie viel daher. Ich möchte nämlich Smartphones herstellen. Oder, Elektrogeräte. Die können wir wahrscheinlich teuer verkaufen. An die Bevölkerung. Ja, hier fehlt es. Nee, wir gehen mal hier aus dem... So. Ah, hier fehlen noch reichlich Hier fehlen noch reichlich Arbeitsplätze. Ja, aber es werden schon Elektroteile hergestellt. Es werden schon Elektroteile hergestellt. Ja, cool. Das heißt, dass die Leute hier ein wenig zufriedener sein müssen. 80%, okay. Da. Elektrogeräte 0%. Ja. Jetzt fehlt es auch schon wieder an Büros, na klar. Natürlich, natürlich. Also es fehlt an beides, ne? Nur das Problem, was wir haben, okay, wir haben 21 Millionen. Wir bräuchten wieder Ziegel, Stahl, also so beides. Wir kaufen jetzt erstmal ein bisschen Ziegel und ein bisschen Stahl. Und am besten noch Glas. Wir produzieren einfach zu wenig. Ups. Nein, wir kaufen Ziegel so. Nee, so ist richtig. Genau, ich habe auch noch, ich habe irgendwo noch eine Edelsteine. Irgendwo habe ich noch. Da, hier sind Edelsteinminen noch, 4 Stück. Die habe ich einfach schon mal gebaut und möchte da vorbereiten für Schmuck. Also die bauen wir jetzt auch schon ab hier. 4 Stück habe ich schon gebaut. Hier passen noch 2, 3 hin. Und da müssten wir auch noch, um Schmuck herzustellen, bräuchten wir auch noch Gold.
Aber das ist erstmal das nächste Ziel. Da schauen wir erstmal später nach. Erstmal muss das mit den Elektrogeräten funktionieren. So, wie sieht es denn jetzt aus hier mit Büros? Na, hier fehlen immer noch Arbeiter, ne? 1400 Arbeiter, oh weia. So, sollten wir hier vorne noch so ein bisschen bauen, ne? Ja, wir sind natürlich pleite, weil wir zu viel kaufen. Wir lassen das erstmal hier. Ich würde auch sagen, wir verkaufen erstmal Edelsteine für einen guten Preis hier, 25.000. Die brauchen wir jetzt nämlich erst später. Wow, wir sind im Minus. Haben wir denn Edelsteine da? Ja, 141 Tonnen. Das bringt nochmal viel Geld, wenn wir die verkaufen. So, jetzt verkaufen wir Edelsteine. Ich habe natürlich die Steuern. Steuern habe ich voll... Ja. Momentan, die Steuern können wir uns angucken. Sind alle so bei 9 und 10%. Weil wir hier ja, einen Mangel an Büros haben, sowie an ja, Arbeitskräften. Ich hab, ja, die Steuern sind verdammt niedrig. Wir nehmen nicht wirklich viel Geld ein. So. Wir brauchen mehr Arbeitsplätze. Und gleich auch noch Büros. Aber hier fehlt immer noch was, ne? Ja. Über 1200 noch, 1300 Arbeitsplätze. Aber die ersten Smartphones wurden abgeholt. Es sind 12 Elektrogeräte. Produktion und Verbrauch ist 2. Okay. Das ist cool. Ich hätte mehr gehofft. Ich hätte gehofft, dass wir noch so ein paar Elektrogeräte verkaufen können. Aber... Okay. Vielleicht ändert sich das noch, wenn wir hier mehr Arbeitsplätze haben. Weil das Ding läuft auf 72%. Da geht noch mehr. Und es fehlt schon wieder an Büros. Probleme über Probleme, ne? So, hier bauen wir jetzt nochmal ein paar Büros hin. Wir mischen das hier ein bisschen. Sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Ja, hier ist irgendwie so ein Schandfleck, finde ich. Ich möchte ja gerne das hier abreißen. So, wie sieht das aus mit Büros? 253 ist weg, okay. Ja, die schreien natürlich nach Arbeitsplätzen, ist klar. Da müssen wir nachhelfen. Wir leben hier am Limit. Kaum Stahl, kaum Ziegel da. Was machen wir da? Wir müssen irgendwie an ganz viel Geld kommen. Wie sieht das eigentlich aus mit so einem Riesenkredit? Kredit? 5 Millionen, das ist ja nicht viel, ne? Zinsen 9%. Oh weia. Nee. Eventuell müssen wir was an den Gesetzen machen. Vielleicht können wir noch so ein paar Gesetze hier einbringen, die uns helfen könnten. Studiengebühren vielleicht. Ja. Kostenpflichtige Gesundheitsvorsorge. Impfpflicht. Gemeinschaft. Ähm,
Energieverbrauch, Wasserverbrauch, Nahrungsmittel, nee, geringere Nahrungsmittel, Steuer auf Luxusgüter vielleicht. Haben wir denn Luxusgüter? Aha. Ja, hier. Elektrogeräte vielleicht, ne? Vermögensteuer. Mhm. Natürlich. Steuer für Alkohol, Elterngeld. Ja, Elterngeld sollten wir haben, ne? Hört sich vernünftig an. Fahrgemeinschaften. Keine Single-Wohnung. Ja. Das ist cool. Genau das wollte ich. Wohnungen dürfen nur von nun an nur noch von Familien. Die steigert die Wohnkapazität städtischen Wohnungen um 20%. Ja, warum denn nicht? Somit bekommen wir jetzt erstmal mehr Arbeitslose. Und die schreien alle nach Arbeiter. Ja. Na, hoffentlich geht das gut hier. Wir brauchen mehr Stahl. Stahl und da. Elektrogeräte. Was ist denn los da mit Elektrogeräte? Wird es nicht abgeholt oder was? Das muss ich echt überprüfen. Mehr Elektrofertigung. Doch, da sind 32 Tonnen gerade gekommen. Aha. Ah, die Arbeiter sind jetzt hier auch voll. Cool. Aber Produktion und Verbrauch 2. Wir könnten mehr herstellen, ne? Wir könnten nochmal so ein... aber das... Nochmal so eine Elektrofertigung. Oder lassen wir das erstmal mit der Elektrofertigung. Können natürlich viel Geld damit machen, ne? Wahrscheinlich. Wir gucken mal, wir lassen das jetzt erstmal sein. Wenn wir verkaufen wollen würden, 121.000. Wow. Damit kann man, glaube ich, viel Geld machen, ne? Was ist denn? Achso, wir können hier auch nochmal verlängern. So. 3000, über 3000 Arbeitskräfte bräuchten wir, ne? Oh ja, haben wir. Ich glaube, das mache ich. Nochmal so eine Elektronikfertigung. So. Dann gucke ich mir das mal an. So, dann hätten wir jetzt eine Produktion von 4, Verbrauch von. Aha. Das muss natürlich erstmal anlaufen hier, ne? 0%. So, Arbeiter sind da. Die Elektronikteile sind da, kein Wasser da. Und Büros brauchen wir wieder. Mhm. Okay. Wasser sollt ihr bekommen. Jetzt noch so ein paar Büros hier hin. Hier haben wir noch ein bisschen Platz. Wow. Boah, was brauchen wir denn noch, ey? Büros. Brauchen wir 282. Ja, das muss reichen, ne? Das muss reichen. Und wir haben immer noch Arbeitsplätze frei. Boah, das wird ja immer mehr hier. Krass. Ja, das mit den Gesetzen finde ich ja ganz cool, ne? So, wie zufrieden seid? 62%. Oh, wir bräuchten hier mal Freizeit und Glaube noch, ne? In der Ecke. Wie sieht das denn mit denen hier aus? 70%. Freizeit. Wir bräuchten irgendwas für Freizeit. Glaube nicht, nein.
Freizeit, ein Freizeitpark. Mal gucken, was für ein... Okay. Stadion. Wir bauen, glaube ich, nochmal so einen Freizeitpark hier vorne hin, oder? Gemeindeparks können wir hier auch nicht hinbauen. Es ist zu wenig. Es ist kein Platz mehr hier. Können wir die nicht einfach hier hinbauen? Nee. Keine Straße in der Nähe. Okay, wir bauen jetzt noch irgendwas für die Kirche. Eine Dorfkirche, natürlich. Ah, das ist zu groß hier, ne? Vielleicht besser noch eine... So, eine Dorfkirche nochmal. Dann sollte das auch wieder nach oben gehen, ne? Jo. Freizeit ist bei was? 20% nur. Okay. Da muss noch mehr kommen. Warum ist denn Freizeit so wenig da? Eventuell noch mal ein Stadion hier. So schön am Meer. Das sieht doch bestimmt cool aus, oder? Wir haben hier auch... Wo haben wir denn unser zweites Stadion? Ach, da. Das ist ganz versteckt. ...57%. Oh, wir brauchen schon wieder Büros. Und, oh, wir haben keinen Strom mehr. Keinen Strom mehr, das ist nicht cool. Produktion, Verbrauch... Eventuell bauen wir nochmal so ein Müllkraftwerk, ne? Das können wir ja hier hinbauen. Hier haben wir noch Platz dafür. Müllkraftwerk. Wir produzieren nämlich so viel Müll. Und gucken mal. Produktion, Verbrauch. Okay. Und wie sieht das aus mit Strom jetzt? Immer noch nicht so gut. Aha. Dann wird wahrscheinlich auch zu wenig Müll hier hinkommen, oder? Ne, jetzt läuft es. Ah, jetzt wird es beliefert, okay. Das heißt, Stromproblem müsste gelöst sein. Ah, nicht so wirklich. Eventuell bauen wir noch ein zweites. Ja, wir bauen noch mal so ein zweites. Was pro, das ist 50.000. Es fehlt schon wieder an Büros. Boah, ab. Oh weia, 7% Arbeitslose. Oh. Wir bräuchten... Was können wir denn noch verbessern? Oder nehmen wir die... Ja, wir haben jetzt 10.000 Arbeitslose. Damit könnten wir... Gold abbauen wahrscheinlich, ne? Wir gucken mal da rein. Wir bräuchten nämlich noch eine Goldmine. Edelsteinminen haben wir erstmal. Genau, Goldminen. Da gucken wir mal, wo Gold ist. Oh, Gold wäre hier. Oh, das ist schlecht, ne? Also Gold könnten wir hier abbauen. Hier hätten wir auch noch mal Gold. Oh, ich sehe aber, hier hätten wir auch Gold. Wenn wir das Land hier kaufen, können wir hier Gold abbauen. Jetzt gucken wir nochmal von oben.
Aha. Oder wir kaufen dieses Land hier zu. Ich glaube, hier oben sieht das cool aus, ne? 8,8 Millionen. Aha. Das kaufen wir uns schon mal. So, das gehört schon mal uns. So, wo liegt das gute Gold? Da. Aha. Das machen wir aber nächstes Mal erst. Denn wir brauchen noch Büros. Elektrogeräte da. 85 Tonnen haben wir. Oh. Können wir die Elektrogeräte nicht schon verkaufen? Und zwar immer so, dass wir 37 Tonnen haben vielleicht. Oder kann man das auch weniger machen? Am besten immer so, dass wir 20 Tonnen mindestens da haben, oder? Das beobachten wir mal. Weil das können wir für so einen guten Preis verkaufen. Das ist ja Wahnsinn. 121.000. Tonnen, 1,7 Millionen. Ja, schön. Ziegel müssen wir nicht mehr kaufen. Aber dafür möchte ich gerne noch Stahl kaufen. Es fehlt nämlich immer noch an Büros. So, hier ist es erstmal Ende. Wir müssen wahrscheinlich die Stadt hier noch weiter nach rechts ausbauen. Ja, und dieses ganze blöde Zeug hier ist uns bald im Weg. Hier können wir bald alles abreißen und woanders aufbauen. Oh, er speichert. Achso, ich habe mittlerweile das Autospeichern ein wenig geändert. Er speichert jetzt nicht mehr alle 5 Minuten, sondern, ich weiß gar nicht, jede Stunde oder so. Aber soweit sieht alles ganz gut aus, ne? Backwaren, oh. Backwaren, Verbrauch und Produktion passt nicht mehr. Beim Fisch auch nicht mehr. Okay. Da sind nochmal wieder kleine Baustellen dazugekommen. Wir sind natürlich auch ein bisschen, ja, ein paar Leute mehr geworden. 160.000 haben wir mittlerweile. Hätte ich ja nicht gedacht. Es fehlt immer noch an Büros. Wahnsinn. Wir bereiten da schon mal ein bisschen was vor. So, hier bauen wir noch ein paar Büros hin, hier ein paar Wohngebäude. Nach und nach wachsen wir. Gewürze. Das mit Gewürzen, Verbrauch 31. Das mit Gewürzen, das passt immer, ne? Oder? Oder müssen wir da? Ne, das passt, okay. 4,7 Millionen. Oh, wir haben so viel Stahl schon wieder. Oh ja. Oh, Smartphones. Ach, Elektrogeräte. Mann, warum sage ich denn jedes Mal Smartphones? Elektrogeräte? Ich möchte natürlich nicht, dass das auf Null geht, ne? Immer so lang. 3 Tonnen. 2. Ey, mach keinen Blödsinn hier.
2 Tonnen. Eine Tonne. Null, okay. Nee, das müssen wir ändern. Dann müssen wir das nicht auf 20, sondern eher auf 30 machen, ne? Ja. Manager auch unzufrieden. Und warum? Ja, wahrscheinlich Service, ne? Manager sind auch unzufrieden. Warum denn das? Hier sieht doch alles ganz gut aus hier. Ja, hier eher weniger. Aber auch gar nicht so schlecht. 79%. So, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen Glas dazu kaufen. Ah, 11 Millionen haben wir, okay. Elektrogerät der 25.000. Okay, wir hören jetzt schon mal auf, Edelsteine zu verkaufen. Ich möchte da mir schon mal ein bisschen ansparen. Denn ich möchte hier Gold abbauen, ne? Wir können ja schon mal ganz langsam die Sache anpacken hier. Goldmine, okay. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal 2 Stück. So ein Stückchen Straße dazu. Ja, Wasser. Wasser bekommt ihr auch, ja. Und wir machen mal eine städtische Spedition hier hin. So. Goldmine. Eine Goldmine haben wir schon mal. Und. Ach so. Goldmine. Gold. Also das Gold kommt so raus. Eine Produktion von 6 haben wir. Okay. Bei Edelsteinen haben wir eine Produktion von 13. Auch gut. Okay, wir bauen dann schon mal so ein Juwelier. Könnten wir hier auf der anderen Seite bauen. Oder hier hin. Ja, da machen wir das hin. Oder so ein Juwelier ist ganz schön klein, ne? 300 Arbeitsplätze brauchen wir dafür. Und es werden die ersten. Nee. Hier wird noch gar nichts produziert. Achso, weil noch kein Wasser da ist. Aha. Aha, okay. Aber nun. Jo, tatsächlich. Der erste Schmuck wird hergestellt. Ich kann es ja nicht glauben. So, Schmuck, Verbrauch 3, Produktion 2. Das heißt, wir bräuchten noch, ich möchte das ein bisschen nach hier noch ausbauen. Hä? Was hat er denn jetzt gemacht hier? Nee. Wir bräuchten nochmal so ein Juwelier. Da, Juwelier. Dann haben wir jetzt eine Produktion von 4, Verbrauch von 3. Verbrauch 4, 13. Verbrauch. Oh, wir müssen mehr Gold abbauen. Ich glaube, wir bauen nochmal 2 dazu.
Ja, die hätten wir natürlich auch noch boosten können, ne? Egal. So. Produktion 13. 9er Verbrauch. 4er Verbrauch. Wir können... Was ist denn mit der Straße hier passiert? Was ist denn das für eine Straße hier? Ist das ein Grafikfehler oder? Das sieht ja cool aus hier. Okay. Nee, oder? Irgendwas ist da schiefgelaufen. In Pixel City gehen die Pixel wahrscheinlich aus. So. Nun aber, jetzt haben wir eine vernünftige Straße. Und es fehlen schon wieder an, ja, natürlich an Büros fehlt es. Weil ja. Wir machen nochmal so ein Juwelier. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir Schmuck auch zum guten Preis verkaufen. So, was haben wir jetzt für eine Produktion? 7,3, ja cool. Oh, wir haben keine Elektronik mehr da. Sehe ich gerade. Es gibt einen Mangel an Bäckereiprodukten. Oh. Tatsächlich. Sehr, sehr schlimm. Wir müssen mehr Kupfer herstellen für die Elektronikteile. Okay. Es wäre vielleicht ganz cool, wenn wir das auch hier herstellen. Mehr Kupfer. Da. Eine Kupferschmelze eventuell noch dabei. Produktion 5, Verbrauch 6. Nee, das geht nicht. Erstmal noch so ein Planungsbüro. Das müssen wir ein bisschen boosten hier. Das muss passen. Sechs, sechs. Okay, das ist gut. Verbrauch 13, Produktion. Oh. 13? Ah, das passt alles vorne und hinten nicht, ne? Mit den Elektronikteilen hier, ne? Dann kommen natürlich auch keines Elektrogeräte an. Aha. Sehr schön. Nächste Baustelle und Bäckereiprodukte. Ja. Es nimmt einfach kein Ende hier. Oh. Der erste Schmuck ist da. 33 Tonnen. Wenigstens etwas hier, ne? Ja, wenigstens etwas läuft hier. Hm, wie machen wir das? Ich meine, gut, wir verkaufen Kupfererz. Das können wir sein lassen erstmal. Weil Kupfererz produzieren, machen wir schon viel, ne? Aber Kupfer schmelzen noch nicht so wirklich. Da müssen wir auf mindestens 13, 14 kommen. 13, 14 schaffen wir locker. Machen wir auch. Kupfer. Braucht natürlich auch viel an. Das braucht sehr viel an Arbeitsplätze. Ich weiß nicht, ob wir genug haben. Technologiezentrum können wir auch noch bauen, ne? Das platzieren wir mal ein bisschen, versuchen das ein bisschen schlau zu platzieren. Wasser, ja. Das ist das kleinste Problem hier, was wir haben. So, wie sieht das aus mit Kupfer? Produktion 12, Verbrauch 6. Produktion 12. Hä, warum haben wir denn Verbrauch hier? Das passt doch irgendwie alles gar nicht. Egal, Elektronikteile. Ja, eventuell könnten wir sogar hier eine einfache Kupferschmelze erstmal pausieren. Die pausieren wir jetzt erstmal. Falls wir die brauchen,
können wir sie ja wieder aktivieren. Produktion 9. Verbrauch 6, okay. Elektronikteile. Mhm. Und Büros. Da, Halbleiter herstellen, ne? Mhm, mhm. Da brauchen wir schon wieder Ziegel. Okay. Aber Schmuck ist da. Wenigstens etwas. Schmuck ist da. Schmuck ist ein bisschen einfacher herzustellen, ne? Ich glaube, dieser Elektronikteil ist erstmal das Schwierigste hier momentan, was wir hier so herstellen. Okay, ich würde sagen, wir haben in der nächsten Folge noch viel zu tun. Und zwar Backwaren. Obwohl, Backwaren könnten wir auch schnell irgendwo herstellen, ne? Wenn wir irgendwo noch Platz haben, können wir ganz schnell das sogar lösen. Das kostet uns, glaube ich, auch nicht viel, ne? Backwaren hier, Bäcker, weil, wenn wir so schauen, es gibt Mehl. Sind Mangelware. Ja, ich weiß. Okay. Bevor er uns hier gleich noch weiter anmeckert, bauen wir nochmal so ein paar Bäcker dazu. So. Erstmal Planungsbüros noch. Okay. Und nun? Ja. Okay. In der nächsten Folge, ja, jetzt haben wir schon mal ein Problem gelöst. Aber in der nächsten Folge werden wir uns nochmal um Elektrogeräte kümmern. Besser gesagt, um die Halbleiter. Das ist ein Riesenproblem. Und ich denke, wenn wir das alles gelöst haben, haben wir auch, ich glaube, dann produzieren wir auch schon alles, was uns die Early Access Version so bietet, ne? Da gibt es, glaube ich, auch nichts weiter. Weil, wenn wir so gucken, Meilenstein gibt es nicht mehr. Ich denke mal, da wird irgendwann noch mehr dazukommen. Und ich denke mal, dass die nächste Folge erstmal die letzte sein wird. Also dies ist hier die vorletzte Folge. Ja. Gut. Also Leute, wir sehen uns, wenn ihr mögt, natürlich in der nächsten Folge. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder einen Kommentar. Freut mich natürlich. Motiviert mich natürlich immer für weitere Videos, wenn ihr da so einen Daumen nach oben da lässt oder auch einen Kommentar, ein Abo natürlich auch. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auf meinen Discord-Server kommt. Ja, genug gequatscht. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dahin, bye bye.